Bolito Misto mit Kapernsalzellensoße. Erste Möhren und Staudensellerie putzen, waschen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in 4 bis 5 cm lange Stücke schneiden. Zweitens 1000 ml Wasser aufkochen und die Hühnerkraftbouillon darin auflösen. Schweinefilet, Hähnchenbrust und die Gemüsestücke in die Bouillon geben und je nach Größe der Stücke bei schwacher Hitze in 15 bis 17 Minuten garziehen lassen. Drittens für die Kapernsalzellensoße, Salsa Verde, Petersilie waschen, trocken schütteln und die Blätter abzupfen. Vierte Knoblauchzehe schälen. Petersilienblätter zusammen mit dem Knoblauch, den Kapern und den Saatellenfilets pürieren. Olivenöl mit einer Gabel. Unterschlagen. Mit Salz und Essig abschmecken. Fünftens das Fleisch herausnehmen, in Scheiben schneiden und zusammen mit dem Gemüse und wenig Bouillon auf Portionstellern anrichten. Die Soße getrennt dazu reichen. Tipp: Wer wenig Zeit hat, kann die tiefgrüne kalte Kapernsoße zu Bolito Misto schon am Tag zuvor anmischen, denn sie schmeckt besonders gut, wenn man sie einige Stunden durch unbekanntes Zeichen ziehen lässt. Am besten zugedeckt im Kühlschrank lagern und rechtzeitig vor dem Servieren herausholen, damit sich ihr feines Aroma entwickeln kann. Zu diesem leichten Gericht passen als Beilage Pellkartoffeln oder einfach ein Stück kräftiges Weizenmischbrot. Zutaten: Für 4 Portionen 300 Gramm Möhren, 300 Gramm Staudensellerie, 2 Bund Frühlingszwiebeln, 4 Teelknorr Hühner, Kraftbouillon, 300 Gramm Schweinefilet, 300 Gramm Hähnchenbrustfilet, 2 Bund glatte Petersilie, 1 Knoblauchzehe, 1 bis 2 EL Kapern, 3 Saatellenfilets, 3 EL Olivenölsalz, 1 bis 2 TL Essig, zum Beispiel Kräuteressig. Eslav mit Orangendill-Dressing. Zutaten: FOR 4 Portionen, 400 Gramm Rotkohl, 2 bis 3 Orangen, 1 Beutel Knorrsalatkrönung, Dillkräuter, 150 Gramm Joghurt, 1,5% Fett, 1 TL mittelscharfer Senf, 6 EL Orangensaft, 2 Bund Dill, Pfefferzucker, 2 TL Sesamsalat. Erster Rotkohl putzen und waschen, dabei die äußeren Blätter entfernen. Den Kohl in feine Streifen schneiden oder hobeln. Zweitens die Orangen so dick schälen, dass keine weiße Haut mehr zu sehen ist. Mit einem scharfen Messer die einzeln unbekanntes Zeichen den Fruchtsegmente als Filets heraus unbekanntes Zeichen lösen und zweimal durchschneiden. Dritte Salatkrönung mit Joghurt, Senf und Orangensaft verrühren. Dill waschen und trocken schütteln. Einige Stiele beiseite legen. Von den restlichen Stielen die Fähnchen abzupfen und unter das Dressing rühren. Vierter Dressing mit etwas Pfeffer und Zucker herzhaft abschmecken. Rotkohl und Orangen unterheben und ca. 20 Minuten durchziehen lassen. Fünftens den Salat auf Tellern anrichten, mit dem restlichen Dill garnieren und mit Sesamsalat bestreut servieren. Tipp: Ein roher Kohlsalat wie dieser liefert reichlich Vitamine und Ballast unbekanntes Zeichenstoffe. Er ist ideal als Vorspeise, weil er den Magen auf leichte Art füllt und es einfacher macht, bei einem Gehalt unbekanntes Zeichen vollen Hauptgericht Maß zu halten. Dill: Die uralte Küchen- und Arzneipflanze ist in Skandinavien und Norddeutschland beliebt. Den aromatischen Freilanddill im Sommer für Fischsoßen, Schwarzwurzeln, Steckrüben und dicke Bohnen bundweise verwenden. Eine Prise Zucker verstärkt sein Aroma. Mit Conny Condillsoße PRO Portion 1827 kJ/436 Kilokalorien, 31 Gramm Eiweiß, 9 Gramm Fett, 54 Gramm Kohlenhydrate. 9 ca. 25 Minuten.
Erstens den Reis in Salzwasser aufkochen und bei schwacher Hitze 20 Minuten ausquellen lassen. In den letzten 5 Minuten unbekanntes Zeichen die tiefgekühlten Erbsen mitgaren, dafür die Hitze kurz erhöhen, damit das Wasser wieder aufkocht. Zweitens die Schweineschnitzel in schmale Streifen, Cornicons in Scheiben schneiden. Den Dill waschen, trocken tupfen und einige Stiele beiseite legen. Drittens Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und das Fleisch darin rundherum ca. 5 Minuten braten. Mit etwas Salz und Pfeffer würzen, aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen. Vierte Milch, 200 Meter 1 Wasser und 5 Esslöffel von dem Gurkenaufguss in die Pfanne gießen. Fix für schwedische Hackbällchen unbekanntes Zeichen einrühren, unterrühren einmal aufkochen und bei schwacher Hitze ca. 2 Minuten kochen lassen, dabei mehr unbekanntes Zeichen Malz umrühren. Fünftens das Fleisch in der Soße erhitzen. Saure Sahne, Cornicons und fein geschnittenen Dill unterheben. Die Soße nicht mehr kochen lassen. Den Erbsenreis abgießen und zusammen mit dem Fleisch und der Soße servieren. Nach Belieben mit einigen Dillfähnchen garnieren. Linsenmöhrensuppe. Mit Bohnenkraut. Erstens die Möhre schälen und grob raspeln. Die Linsen in einem Sieb abgießen, gut abspülen und abtropfen lassen. Zweitens das Bohnenkraut waschen, trocken schütteln und die Blättchen abzupfen. Einige Blättchen davon zum Garnieren beiseite legen, den Rest in möglichst feine Streifen schneiden. Drittens Rapsöl in einem Topf erhitzen und die Möhrenraspel 2 Minuten dünns unbekanntes Zeichen 10. 700 ml kaltes Wasser zu gießen. Aufkochen und Suppenliebe deftiger Kartoffeltopf einrühren. Das Bohnen unbekanntes Zeichen Kraut zugeben und alles bei schwacher Hitze 5 Minuten kochen lassen. Dabei ab und zu umrühren. Viertens die Linsen zugeben und erhitzen. Die Suppe mit Essig und nach Belieben etwas Salz und Pfeffer abschmecken. Suppe in vorgewärmte Teller fein unbekanntes Zeichen teilen und mit Bohnenkrautblättchen bestreut servieren.